Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ja, und da Yoshimo uns gerade reinquatscht. Sei still, Yoshimo. Gut. Wir sind endlich im vierten Akt angekommen, beziehungsweise im vierten Kapitel, wie es ja in Baldur's Gate heißt. Hier, viertes Kapitel. Und wir müssen jetzt endlich Immon, oder können jetzt endlich Immon befreien. Aber dazu sollten wir uns erstmal hier im Hafen umsehen. Gucken, wen und was wir so finden. Nachdem wir ja etwas unsanft hier angekommen sind. Dante, ihr werdet bezahlen, ganz sicher. Ich werde dafür sorgen. Die haben mich der Schwarze. Dafür, dass ich sagte, zur Hölle mit dem Vater eures Vaters? Seit dem Tag meiner Geburt bin ich nicht so beleidigt worden. Ihr, mein Herr, seid ein Rüpel. Haltet die Klappe, Milchbart. Meine Herren, wenn ich bitten dürfte, ich habe heute noch drei andere Duelle zu beaufsichtigen und kann mich nicht jedem Detail widmen. Oh, ein offizielles Duell sogar. Von meinem Standpunkt aus gesehen ist es ziemlich in Ordnung. Sein Kommentar in Bezug auf meine Ahnen muss durch Blut gesühnt werden. Und sein schäbiges Gequatsche verlangt nach meinem Stiefel auf seiner Kehrseite. Dafür lehne ich euch, und zwar gleich hier und jetzt. Dann schaut doch eure Waffen, meine Herren. Ich werde den Ausgang ordnungsgemäß dokumentiert und werde Nachforschungen nach Unregelmäßigkeiten zu verhindern wissen. Hä? Er meint, dass er dafür sorgen wird, dass ich nicht in Schwierigkeiten gerate, weil ich euer trauriges Hinterteil töte. Das ist das letzte aufgelassene Gerede, das ich von euch höre. Ich schwör's. Euer letztes Stündchen hat geschlagen, Chlorknabe. Gut gemacht, werter Herr. Ich werde den Scharik über die Ereignisse in Kenntnis setzen lassen. Geht scheinbar hier nicht so freundlich zu, wie man erwarten würde. Ja, und es ist ein kleines Hafenstädtchen auf einer abgelegenen Insel. Also, wir sind gerade hier in Brünnla. Und nach der Hafenstadt oben ist die Festung. Und so wie es aussieht, wollen uns hier auch noch Piraten an die Gurgel gehen. Piraten, die nichts können. Was wollt ihr? Keiner darf auf das Schiff des Piratenfürsten, nicht einer. Und wenn ich euch Gold böte, nur um mich mal umschauen zu dürfen, würdet ihr euch dafür interessieren? Kein Grund, so gereizt zu sein. Ich werde gehen. Ich wette, er stellt sich nur so an, weil er sein Achterdeck sauber halten will. Wo kann ich diesen Piratenfürsten finden? Jetzt hört mal zu. Ich habe mit niemandem zu sprechen. Ihr könnt mich den ganzen Tag lang mit irgendwelchen Quatsch versammern, aber an Bord kommt ihr trotzdem nicht. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder. Und ja, wir könnten entweder das Freudenhaus betreten. Oder hier war irgendwo doch eine Treppe abgebildet. Die wir nach oben hätten nehmen können. Die da zum Beispiel. Können wir aber ganz kurz nehmen. Die dürfte uns weiter nach oben führen. Also in den höheren Bereich. Ist ja recht. Also, was heißt recht groß? Das Radkattler ist größer, natürlich. Jo. Ich würde uns also einfach nur hier diese Treppe hoch und runter. Ich will aber erstmal unten bleiben. Und mit ihm zum Beispiel reden. Hallo Kumpel. Wie hieß es doch gleich? Ich bin Callahan, die Geisel der Sieben Meere. Das trifft sich gut. Was tut ihr hier in Brünnla? Kennt
Kenne ich euch nicht? Entschuldige mich, ich habe keine Zeit, mich mit euch zu teilen. Kenne ich euch nicht? Callahan schuldet euch doch kein Geld, oder? Wahrscheinlich nicht, ihr kommt mir nur bekannt vor. Ich kenne euch doch. Ihr seid ihr nicht Callahan, der Seemann, den ich damals in Ungolds Bart, ja, Ungolds Beard traf? Habt ihr mich nicht vor Mendas gewarnt? Vergesst, dass ich gefragt habe. Sagt mir, was wisst ihr über das Heim? Nehmen wir mal das. Der bin ich. Fräulein Mallory ist eine ganz gemeine, jawohl. Was ist passiert? Wurde dir gezwungen wegzugehen? Schön, euch wiederzusehen. Was könnt ihr mir über diese Stadt erzählen? Ist irgendetwas Interessantes passiert? Nehmen wir mal das Erste. Das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, die ihr zu hören bekommen werdet. Fräulein Mallory hat sich in den Kopf gesetzt, dass Callahan boshafte Gerüchte über sie verbreitet. Ich gebe zu, dass ich vielleicht ein bisschen viel rede, aber es ist ja nicht so, dass meine Geschichten unwahr wären. Mallory hat Verbindung durch ihre Aktivitäten. Ich sorgte dafür, dass Scotty McEverstein dem alten Callahan eine tüchtige Tracht Prügel verabreichte. Also sie sorgte dafür. Und spendierte ihm eine Fahrkarte nach Brinla. Seitdem bin ich hier. Habe meinen Platz im Schmugglergewerbe gefunden. Es könnte schlimmer sein. Das glaube ich. Gibt es irgendetwas Interessantes, das hier in der Stadt vorgibt? Sag mal, Callahan, was wisst ihr über das Heim? Ich muss gehen. Fragen wir mal nach der Stadt. Ei, Brinla ist ein Ort der Abenteuer. Wenn ihr mit Abenteuern trinken und anderen Landurlaubaktivitäten meint, lange deutsche Wörter. Guckt's euch an, da die Mannschaft von der verdammten Maria ist gerade reingelaufen. Die saufen was weg. Das hört sich aufregend an. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Wie ihr wollt, macht euch deswegen keinen Knoten in die Hosen. Ja, Kumpel? Was wisst ihr über das Heim? Nichts da, werte Dame. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Callahan schmuggelt ein bisschen Olivenöl für euch, wenn ihr wollt. In dem Fall mache ich mich auf den Weg. Wie ihr wollt, macht euch deswegen keinen Knoten in die Hosen. Mhm. Was, du bist eine Kurtisane? Alles in Ordnung. Komm schon, Liebchen. Ihr wollt doch nicht, dass Galvena mich auspeitscht, bloß weil ich keinen Umsatz mache, ja? Nur noch eine vergnügliche Nacht und ich bin schuldenfrei, Kleines. Nein, danke. Nee, Galvenas Freundenhaus ist momentan geschlossen. Ihr werdet später wiederkommen müssen. Aha. Wenn da überhaupt was... Oh, nochmal ein Pirat. Tja, das geht leider nicht sonderlich gut aus für die Jungs. Holben der Pirat und Ander der Pirat. Schöne Namen haben die Jungs hier. Achso, die Kiste hatte ich bereits. Oh, die prügeln sich. Und ich sag doch, passt auf. Und da verpieselt er sich. Ja, also in dem Teil der Welt muss man aufpassen, dass einem die Piraten nicht umbringen oder man sich selber umbringt. So, jetzt sind wir an dem Teil hier. Kaias Haus, Lady Galloway, der vulgäre Affe. Mit wem sollten wir nochmal reden? In die Taverne und mit Sanik reden. Ja, da will ich mich aber erst nochmal ein bisschen umgucken. Gehen wir noch eins höher. So. Wieder einer weg. Was hast du zu sagen? Sally, seid ihr das? Wo ist der Affe? Also das hier wird die Hauptstufe sein. Nö, hier geht's einfach ins Nirgendwo. Okay. Obwohl, hier geht's auf das Dach und von dem Dach wieder runter.
Das hier ist wohl das Piratenversteck. Ja, das Haus des Piratenfürsten. Wer seid ihr? Verzeiht, werte Dame, ich wollte euch nicht anrempeln. Ich muss gehen. Halt, meine Sohn, warum habt ihr das Geld von mir entwendet? Wir werden für diesen Taschendiebstahl bezahlen. Geht, wenn ihr wollt. Ihr würdet mein Geld nicht nehmen, wenn ihr es nicht nötiger brauchen würdet als ich. Ich muss gehen. Das bedeutet, tut mir leid. Ich stehe nicht gerne. Ich muss gehen. Aha. Oh, 10 Goldmünzen können wir verkraften. Immerhin wurden wir ja... Ne, halt, falsches Spiel. Gucken wir erstmal hier rein. Ihr braucht meinen Rat. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Yoshimo, guck mal nach Fallen. Ein bisschen Geld und ein bisschen Geschmeide, das ist immer schön. Wir haben den Behälter immer noch nicht geleert, nein. Fragt nur, nun gut. Was immer ihr wünscht. Okay, da waren wir jetzt drin. Haus des Piratenfürsten, das meinen wir erstmal. Ihr benötigt etwas, Fremde? Geht weiter, Kamera. Keine Zeit mehr durchzureden. Ich warte auf meine Angestellten. Okay, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Ja, und hier wären wir halt hochgekommen, wenn wir durch dieses Tor gegangen wären. Ein paar Goldstücke und Billigmunition. Ich bin ein Prachtweib. Findest du nicht? Bitte, werte Dame, habt ihr etwas Geld übrig? Ich kann nicht zurückzugehen, bis ich etwas habe. Sucht euch doch eine Arbeit. Bin ich ein Wohltätigkeitsverein, dass mir Pöbel hinterherläuft? Natürlich habe ich eine Münze übrig. Warum macht ihr euch Sorgen, wenn ihr mit leeren Händen zurückkehrt? Hier ist eine Münze, Mädchen. Trocknet euer Geld. Ich fürchte, ich habe kein Geld. Nehmen wir mal das hier. Ihr seht wie ein guter Mensch aus, werte Dame. Ich werde euch sagen, wenn ihr versprecht es nicht, Kemri zu verraten. Selbstverständlich, ich möchte nicht, dass ihr in Schwierigkeiten kommt. Ich kenne Kemri nicht einmal. Sprecht nur, Mädchen. Ich kann es nicht versprechen, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Wer ist Kemri? Kemri ist die Quelle meiner Probleme, werte Dame. Wenn ihr ihn nicht kennt, würde es mir nicht schaden, die Geschichte zu erzählen. Ich sollte mit meinem Namen anfangen. Ginja. Ich wuchs hier in Brünnlor auf. Mein Vater war Schneider, bis er getötet wurde, und meine Mutter ist schon lange tot. Die Dinge waren nicht immer so wie jetzt, meine Fürstin. Brünnlor war einst eine nette Stadt, doch meine Erinnerungen sind vielleicht durch die besseren Zeiten meines Lebens beeinflusst worden. Erzählt weiter. Egal, das Leben war hart, aber es hatte seine angenehmen Seiten. Wir lebten von Fisch und den hergestellten Waren. Das Heim bot vielen von uns Beschäftigung. Dann kamen die Piraten, angeführt von ihrem Despoten Desharik. Desharik verlor einen Krieg gegen einen anderen Piratenkönig. Gezwungen, diese Insel anzulaufen, nahmen seine Schiffe den Hafen der Stadt ein. Dann übernahmen sie unsere Häuser. Desharik tötete unseren Bürgermeister und warf seinen Leichnam ins Meer. Wir wurden hinaus auf die Straße gedrängt. Wir flehten das Heim an, uns Schutz zu gewähren, aber die Zauberer dort drin verschlossen die Türen vor uns. Mein Vater konnte nicht noch mehr Ungerechtigkeit widerfahren. Er versuchte, in unser Haus zurückzugelangen und wurde hingerichtet, weil er das Gesetz der Piraten gebrochen hatte. Sobald wir etwas gestohlen haben, hat der Eigentümer kein Anrecht mehr darauf. Desharik sagte, wir müssten für das Verbrechen unseres Vaters bezahlen. Er übergab uns Kemri, seinem Leutnant, als Belohnung für dessen Dienste. Er befahl mir, als Kurtisane für die betrunkenen Piraten zu arbeiten. Es ist furchtbar, werte Dame. Er sagte, er würde meinen Bruder Asun töten, wenn ich es nicht tue. Das ist ungeheuerlich. Macht euch keine Sorgen, Mädchen. Zeigt mir nur den Weg und Kemri wird euch nie wieder Unrecht tun. Warum habt ihr nicht euren Bruder geschnappt und seid vor diesem Mann weggelaufen?
Es tut mir leid, das zu hören, aber ich kann mich da nicht hineinziehen lassen. Fragen wir sie mal. Quason und mich gibt es kein Entkommen. Da gibt es einen Schmuggler, der uns aufnehmen würde, aber wir können ihn nicht bezahlen. Auf dieser Insel kann man nirgendwo hinfliehen. Wo finde ich diesen Schmuggler? Ich werde ihm das Geld für die Überfahrt für Humbota geben. Ich werde auch dafür sorgen, dass Camry euch nie wieder belästigt. Camry findet man in der Nähe des Gasthauses. Der Name des Schmugglers ist Callahan. Er wird im Hafen sein. Danke für euer Entgegenkommen, aber seid bitte vorsichtig. Ja, Probleme auf der Insel von Guinea. Guinea hat mir erzählt, wie Desharik auf diese Insel kam und wie er die Kontrolle übernahm und das Camry im Bruder gefangen hält und sie so dazu zwingt, das Kurtisane zu arbeiten. Ich habe versprochen, ihr zu helfen. Ich sollte wohl den Schmuggler Callahan bezahlen, der sie und ihren Bruder dann von der Insel bringen würde. Er ist in der Nähe des Hafens zu finden. Ich habe auch beschlossen, mich mit Camry zu befassen. Er ist in der Nähe der Schenke zu finden. Jo. Gibt wieder mehr Erfahrung für uns. Hier ist ein uneingezeichnetes Haus. Mal sehen, was wir da drin finden. Werden. Naja, an alles kann ich mich leider auch nicht mehr von der Insel erinnern. Ich sorge für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Es ist wieder Zeit für Experimente. Ich warte auf eure Anweisung auf Sie.